Es ist einmal ein Mädchen, wo im hintersten Ecke vom Berner Oberland daheim war. In einem munzig kleinen Dörfli, wo Mürren geheissen. Für die Eingeborenen war er nur der Holzdrucker von Almen. Sein wirklicher Name war aber Hans Otto von Almen. Von Almen, genau, nicht Feuz. Im Gegensatz zum Feuz ist er von Almen ausgezogen, um der ganzen Welt zu zeigen, dass unter seiner geheimnisvollen Kappe mehr steckt als nur ein paar ungewaschene Bärlefecken, die als Altjahre mal mit Molke gepflegt werden. So ist es gekommen, dass der von Almen das erste Mal in seinem Leben ausgezogen ist, um über einen grossen, tiefen und dunklen Teich ins Land von Baracken Obamas fliegen. In der Stadt, wo Holzrichten zu riesigen Wolkenkratzer mutiert sind und wo der Wind durchpfeift, da man meint, das Berglüftli sei in munzigen Kartonschachteln exportiert und hinter jedem Hausecken rausgefurzt worden.